Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier wieder bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Ich bin Artemis Sengstock und unser heutiges Thema ist Empathen und Narzissten. Ich lese es mittlerweile überall, als wäre es ein riesen Clickbait für jede Narzissmusseite. Der tolle Empath versus der böse Narzisst. Gibt es eine Anziehung? Gibt es ein Band, das die unwiderruflich miteinander verbindet? Können Hochempathen überhaupt von Narzissten fliehen? Oder ziehen sie nur Narzissten an? Sie haben natürlich überhaupt keine Verantwortung in dem ganzen Spiel, denn wenn man ein Empath ist, dann zieht man auch einen Narzissten an. Ich kann es nicht mehr hören und ich meine das wirklich ernst. Ich will euch nichts Böses. Es ist wirklich so, in Videos werden Empathen, Hochempathen, Hochsensible, alles in einen Karton geworfen, alles durcheinander gemischt, alles die gleiche Person. Und was mich vor allem am meisten daran stört, ist, dass die Hochempathen scheinbar immer die Passiven sind. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn irgendwelche Leute euch was von Empathen erzählen oder von Hochsensiblen, heißt es immer, wir sind der Part, der irgendwie unter den Narzissten sich ansiedelt. Also die Leute, die sich immer irgendwie unterordnen. So, und ich möchte jetzt mal mit ein paar Klischees hier aufräumen, weil das ist in meinen Augen vollkommener Blödsinn. In meinen Augen gerät jeder an einen Narzissten, der eine Wunde in sich trägt, der seine Sehnsüchte nach außen unterbewusst lebt und der Narzisst hat halt feine Antennen und spürt das, ja. Narzissten sind auch empathisch, aber halt auf eine andere Art und Weise. Das hat aber mit Hochempath und Hochsensibler überhaupt nichts zu tun. Und ich erkläre euch jetzt auch mal, warum. Ein hochempathischer Mensch bedeutet, dass er die Gefühle von anderen wahrnehmen kann. Wenn es einem anderen schlecht geht, dann fühlt der Hochempath das, ja. Also der kann sehen, wenn es einem anderen schlecht geht, zum Beispiel. Oder wenn dir ein Freund was erzählt und richtig traurig darüber ist und weint, ja, dann fühlt der Empath das. Und der Empath fühlt auch, wenn er falschen Leuten begegnet. Ja, der Empath hat eine richtig gute Intuition und ein richtig gutes Bauchgefühl. So, das bedeutet aber nicht, dass Empathen irgendwie ständig diese devoten, kleinen, armen Menschen sind, zu denen sie ständig degradiert werden, damit es irgendwie mit den Narzissten passt, damit die Leute erzählen können, ich bin ja nur Empath gewesen und deswegen bin ich an Narzissten geraten. Ansonsten bin ich eine total starke Frau oder ein total starker Mann. Und aber da konnte ich gar nichts gegen machen, weil ich bin ja Empath und Narzissten suchen sich nur Empathen. Und ich finde, das ist kompletter Blödsinn. Empathie hat nichts mit Narzissmus zu tun. Ein Empath, der wirklich in sich ruht, oder auch ein Hochsensibler, der in sich ruht, der in seiner Mitte ist, ja, der Selbstbewusstsein hat, der würde niemals an Narzissten geraten, eben weil Empathen und Hochsensible so feine Antennen haben. Die würden sofort merken, ding, 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 oha, da sagt mein Bauch aber Alarm, was stimmt hier nicht, ja? Also meine These ist es, dass Hochempathie und Hochsensibilität nichts damit zu tun hat, ob ihr an einen Narzissten geratet oder nicht. Ich verstehe, dass man anfangs als Betroffene oder Betroffener in einer Phase weilt, die sich da nennt, ich habe keine Verantwortung und das ist alles irgendwie passiert, aber ich kann da nichts zu. Und diese Menschen stürzen sich auf solche Thesen, weil es ihnen gut tut, weil sie sagen können, aha, seht ihr, hab ich doch gesagt, ich habe da keine Verantwortung dran. Ist nicht mein Fehler gewesen, das musste so passieren, weil Hochempathen und Narzissten, das habe ich gelesen, die ziehen sich magisch an. Blödsinn, die ziehen sich nicht magisch an. Was ihr anzieht, ist ein Narzisst, wenn ihr eure Sehnsüchte nach außen lebt, ein unverarbeitetes Trauma in euch habt, meistens aus eurer Kindheit, ich sage nicht immer, aber meistens ist es so, dass man schon in der Kindheit gelitten hat, unter fehlender Liebe, fehlender Aufmerksamkeit und eben deswegen so auf Narzissten und ihr Traummann, Traumfrau-Gehabe anspringt, ja, weil man einfach die Wunden in sich noch nicht geklärt hat. Leute, das hat aber nichts mit Hochsensibilität und Hochempathie zu tun. Ich finde es auch immer so Blödsinn. Ich lese dir immer diese Artikel, dieses wir Hochempathen sind ja so tolle Menschen. Hört ihr das? Also lest euch mal so einen Artikel durch. Also Leute, da ist Gott ja nichts gegen. Also scheinbar sind diese Hochempathen und hochsensiblen Menschen die allerbesten Menschen mit den besten Charakteren. Fehlerfrei und total gebend und liebend und treu und fürsorgend. Ah, und dann kommen diese bösen Narzissten und nutzen die aus und machen die kaputt. Und Mensch, die armen Hochempathen. Und die müssen ihr ganzes Leben lang damit rechnen, dass sie wieder Narzissten geraten. So eine Krawatte kriege ich bei so einem Schwachsinn, wirklich. Leute, ich weiß, es ist schwer, aber bitte fangt an, die Verantwortung für euer Leben zu übernehmen. Es ist scheißegal, ob ihr Hochempath, ADHSler, Borderliner, dependente Persönlichkeit, scheißegal, was ihr seid. Es heißt nicht unbedingt, dass ihr an Narzissten geraten müsst.
Natürlich ist ein Mensch, der unreflektiert ist, mit seinem Inneren noch nicht im Reinen und nach außen den Märchenprinz sucht. Na, das typische Prinzessin-Symptom hat meine liebe Freundin Heike Zanini letztens noch hier benannt, ja. Also wir, die Prinzessinnen, die den, die perfekte Liebe suchen, den Prinzen, der kommt und uns rettet und alles perfekt macht und die ganze Liebe, die wir im Außen nie bekommen haben, im Innen nie bekommen haben, die finden wir dann in ihm, weil er ist perfekt. Ja gut, wer so denkt, der braucht sich nicht wundern, warum er an Narzissten gerät. Solange du Liebe im Außen suchst, aber ich rede mir ja den Mund fusselig, hier habe ich ja schon 100 Mal gesagt, solange du die Liebe im Außen suchst, kommen Narzissten oder Arschlöcher oder einfach Leute, die euch nicht gut wollen, ja. Also das wird immer wieder passieren und dann ist es scheißegal, ob du ein Hochempath bist oder eine scheiß normale Frau, die einfach nur ihre Wunden nicht bearbeitet hat, ja. Also bitte hört mit diesem hochsensiblen Quatsch auf. Natürlich gibt es hochsensible Menschen, natürlich gibt es Empathen und natürlich ist es auch oft so, dass gerade diese Menschen noch Wunden in sich tragen, ja. Und warum das so ist, da fragt ihr am besten einen Therapeuten mal. Warum ist das so, ja? Geht zu einem Therapeuten, geht zu einem Psychiater, redet mit denen. Experten haben studiert, um genau euch sowas beantworten zu können, ja? Aber bitte hört mit diesem Blödsinn auf. Wir haben eine Verbindung. Und die ist gefährlich und die kann man nie wieder lösen, weil wegen den Hühnern, ja? Hört damit auf. Ich meine, klar, es kann sein, dass ihr hochempathisch seid, es kann sein, dass ihr hochsensibel seid. Wunderbar. Ist in Ordnung, ja? Aber übernehmt die Verantwortung für euer Leben, wenn ihr an Narzissten geratet, dann hat das ganz andere Gründe. Dann hat das mit Empathie überhaupt nichts zu tun. Natürlich ist es so, dass Hochempathen sehr gebend sind und sehr liebend sind und sehr treu und sehr fürsorglich und immer alles machen für andere. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ein gesunder Empath und ein gesunder Hochsensibler würde das alles tun. Ja, aber nicht bis zum Missbrauch hin. Ein gesunder Mensch, ich sage jetzt Mensch, ist es egal, ob Hochempath oder nicht, würde sich niemals missbrauchen lassen und vor allem nicht lange. Also sagen wir, okay, du gerätst jetzt als gesunden Menschen an Narzissten, ja, der hat aber nicht lang was von dir. Also wenn der anfängt, dich zu missbrauchen und du ein gesundes Selbstwertgefühl hast, bist du schnell weg, glaub mir das. Also das machst du sonst nicht mit. Wenn du das jahrelang mitmachst, guck dahinter. Guck nicht in deine Empathie rein und sag, ich bin ja hier der Engel, ne, und ich bin Hochempath und deswegen stimmt mit mir alles und der Narzisst ist krank. Nein, bitte. Geh zu einem Experten, lass es abklären, red darüber, guck, wo deine Wunden sind, übernimm Eigenverantwortung. Was wir Betroffenen so selten machen, ist Eigenverantwortung übernehmen. Und das ist die größte Falle. Es gibt teilweise Gruppen, die sind total unreflektiert und da wird den ganzen Tag nur gehetzt über den Narzissten. Und hier der Narzisst, da der Narzisst und warum ist der Narzisst Wassermann und warum ist der Narzisst Steinbock? Was ist der Narzisst eigentlich am liebsten? Welchen Beruf hat der Narzisst eigentlich? Wen interessiert das, Leute? Ihr müsst eure Lösung finden, ihr müsst die Lösung in euch drin suchen. Was der Narzisst macht, ist scheißegal. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Legt die Verantwortung bitte nicht mehr ab, nehmt sie in eure Hände, weil nur so könnt ihr da rauskommen. Wenn ihr immer die Verantwortung wegschiebt und irgendwelche Artikel über Hochempathen und die besten Menschen der Welt teilt, was bringt euch das? Was bringt euch das? Dann sitzt ihr 20 Jahre in der Ehe und denkt euch, ja, ich bin halt der Hochempath und ich kann nicht anders und ich würde immer Narzissten anziehen. Nein, tut ihr nicht. Bitte hört den Leuten nicht zu, die sowas erzählen. Weil damit habt ihr überhaupt keine Wahl mehr. Also ich meine, wenn das wirklich stimmen würde, dass Empath und Narzisst und ja, oh mein Gott, was hätten wir für ein schlimmes Leben? Ich bin auch Empath. Scheußlich, werde ich mein ganzes Leben unter Narzissten leiden. Nein, warte, ich hatte schon mal eine normale Beziehung. Wie ist das passiert? Tja, weil ich mich selbst geliebt habe. Ha, verrückt. Ja, Mensch, also Leute, echt, ne, jetzt mal ohne Witz. Bitte guckt in euch drin, ja. Legt die hohe Empathie mal beiseite. Ich weiß, das sind meistens ganz tolle Mädels und Jungens. Die sind richtig sympathisch, haben ein riesengroßes Herz und fallen oft auf die Fresse, lassen sich oft verarschen. Das liegt aber nicht an der Hochempathie, sondern an unverarbeiteten Traumata in der Kindheit oder nicht in der Kindheit. Geht zum Experten, der kann euch das erzählen stundenlang. Da könnt ihr euch 3 Jahre auf der Couch setzen und mit dem reden. Der löst das mit euch auf und dann würdet euch besser gehen, ja. Aber ich bitte euch, auch dieser ganze Dualseelenblödsinn, da fange ich jetzt gar nicht von an, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben halt irgendwie alle manchmal eine Phase, da heißt es, oh, der böse Narzisst, ich, der gute Empath, ich, der gute Dualseelenpartner, keine Ahnung. Also damit verdienen die Leute scheiße viel Geld. Die machen solche Theorien einfach nur, um euch abzuzocken. Die sagen dann, oh,
du Hochempath, du kannst nichts dafür, aber komm doch zu mir, ich löse das auf. Nein, es gibt nichts aufzulösen. Du bist ein Hochempath und das ist in Ordnung. Du bist hochsensibel und das ist in Ordnung. Aber deine Anziehungskraft auf Narzissten, die kommt ganz woanders her. Ja, weil wenn du ein gesunder Empath wärst, ein gesunder Hochsensibler, dann würdest du vielleicht 3 Tage mit einem Narzissten aushalten und die Flucht ergreifen, weil das wäre auch gesund, ja? So, also solange du Narzissten anziehst, hast du andere Probleme als deine Empathie, glaub mir das. So, das war jetzt ein sehr kontroverses Video. Ich hoffe, ihr hackt mir nicht den Kopf ab, weil es wird mittlerweile viel behauptet und es ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Ich bin ja auch keine Psychologin, ich sage es nochmal, aber für mich ist das Blödsinn. Ich kenne eine Menge Empathen und ich kenne eine Menge auch gesunder Empathen. Und glaubt mir das, die sind nicht unterwürfig und die lassen sich auch nicht misshandeln. Das sind die friedlichsten und wirklich in sich ruhendsten Menschen, die ich kenne. Susanne Tribute. Was? Ja. Nee, auf jeden Fall, Leute, ernsthaft. Oder Heike Zanini, Dankeschön. Hochempathin, 100%ig und auch sehr hochsensibel. Aber die würde sich nie wieder missbrauchen lassen. Das ist es wirklich so. Sensible Menschen, auch hochsensible und Empathen, die durch sind mit der Nummer, ja, die ihre inneren Wunden geheilt haben, die lassen sich nicht mehr missbrauchen. Das heißt, wenn du ein Empath bist, super. Bist ein toller Mensch. Klasse. Aber deswegen gerätst du nicht an Narzissten. Wenn du an Narzissten gerätst, geh bitte zu einem Psychologen, lass es aufklären, heil deine Wunden und dann wird alles gut. So. Ja, es gibt keine Magenschonziehung. Und unmögliches Band. Das gibt es nicht. Das ist Blödsinn. Ja, was du willst, das schaffst du. Und such dir Hilfe. Komm gerne auch in unsere Gruppe, wenn du dich mal austauschen willst mit anderen Betroffenen. Ja, aber Vorsicht, wir sind keine Jammergruppe. Bei uns wird reflektiert und auch mal Tacheles hier redet. Ne? Also, wenn du noch in dieser Phase bist, der böse Narzisst und ich bin unschuldig, geh in andere Gruppen. Sonst bist du bei uns nur enttäuscht. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt damit nicht zu sehr angegriffen, aber ich musste einfach mal was sagen. Und wenn ich mir dieses Gewäsch ständig anhöre, oh, ihr armen Hochempathen, und was sollen wir denn jetzt tun? Kommt doch zu mir und gebt 500 Euro aus. Und dann habe ich euch geheilt. Oh, Leute, ich kann es nicht mehr hören. Bitte, bitte nicht. Geht zu einem Experten, die Kasse bezahlt das. Alles kein Ding, ja? Oh, Leute, Leute, da könnte ich 30 Videos drüber machen. So, haltet die Ohren steif. Wenn ihr Videovorschläge habt, was ich als nächstes für Themen bearbeiten soll, und bitte kommt nicht mit Borderline-Narzissmus. Ich bin immer noch Laien und ich erzähle euch über meine Erfahrungen mit einem Narzissten, ja? Ich habe weder Erfahrung mit Borderline noch mit Borderlinern und Narzissten oder mit beidem oder mit Komorbidität oder keine Ahnung. Also über Narzissmus und Borderline kann ich und will ich euch nichts erzählen, das ist mir zu hoch, da habe ich keinerlei Erfahrung und es wäre sehr unprofessionell von mir, über irgendwas zu reden, worüber ich keine Ahnung habe, ja? Genau. Also, Videovorschläge in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail, hilfefuropfervonnarzissten@gmail.com. Ich weiß, es ist lang, ich schreibe es nochmal drunter. Müsst ihr nur noch anklicken dann, ja. Besucht auch gerne unsere Webseite. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ansonsten, ja, mal schreibt einen Kommentar, was wir besser machen können. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Macht's gut!